Und jetzt Aspekte. Es begrüßen Sie Kathi Salier und Jo Schück. Einen schönen guten Abend wünschen wir. Herzlich willkommen hier im Studio bei Ihnen zu Hause zu Aspekte. Heute live auf unserer Aspekte-Bühne das Elektropop-Duo Hundreds. Ich hab drauf gewartet. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Er entscheidet über das Wohl und Wehe dieses Planeten. Und hoffentlich trifft er die richtigen Entscheidungen. Denn sonst trifft uns das alle irgendwann auch. Und das, obwohl ihn eigentlich keiner kennt. Lawrence Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock in New York. Während wir uns so fragen, wie die Politiker etwas für unser Leben tun können, was zum Beispiel Trump so plant und was er bewirken könnte, sagt ein Buch, stopp, die total falsche Fragestellung. Denn unser gesellschaftliches System, unsere Marktwirtschaft, unser Leben, das beeinflussen ganz andere Typen, nämlich Fink und Konsorten. Sie haben Macht, ganz einfach, weil sie die größten Summen einsetzen. Sie lieben die Diskretion, weil sie sehr viel Geld anderer Leute bewegen. Wir denken ja, die Welt gehört der Politik, gewählt vom Volk. Dann denken wir, es gehört Banken vielleicht, dem Kapital. Meine Überzeugung ist, dass die Welt einer quasi unsichtbaren Gruppe gehört, den Investoren, die Milliarden und Billionen in die Märkte geben und sie gewaltig verändern. Sie, das sind die 200 mächtigsten Vermögensverwalter, Fondsmanager, Familien, Banken, Scheichs, Unternehmer. Sie spekulieren und investieren. Ihnen gehört die Welt. Er ist einer davon. Investor Warren Buffett, ein Clinton-Unterstützer und Kritiker Trumps. Der habe zwar die Wahl gewonnen, kommentiert Buffett heute lächelnd, doch die Auswirkungen dessen auf die Börsen seien überschätzt. They're silly. Das ist Unsinn. Der Aktienmarkt wird in 10, 20 oder 30 Jahren höher als jetzt sein. Das wäre mit Hillary so gewesen und das wird mit Trump so sein. Gleich wer regiert, dem Geld gehört die Welt, stellt auch der Wirtschaftsjournalist Hans-Jürgen Jacobs fest. Sein Buch, ein Who is Who des Hochkapitals. Wer investiert wie viel bei wem, mit welchen Folgen? An der Spitze der Vermögensverwaltungen BlackRock, der Gigant aus New York. Wichtigster Mann? Lawrence Douglas Fink, operiert gerne jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ein Mensch wie Larry Fink hat fast 5 Billionen Dollar zur Verfügung, die er in die Märkte gibt. Zur Relation, die Ausgaben des Bundeshaushalts liegen bei 300 Milliarden Euro und das Bundesinlandsprodukt von ganz Deutschland bei 3 Billionen Euro. Also Herr Fink hat wesentlich mehr Geld zur Verfügung, als Gesamtdeutschland produziert an Werten. Wer zahlt, bestimmt. Auch wenn es um einen Chefposten im Aufsichtsrat der größten deutschen Bank geht. Selbst ein Josef Ackermann, für viele hierzulande auch schon ein Mächtiger, hat dann nichts mehr zu melden. Im Fall Deutsche Bank hat so Larry Fink, der da der größte Aktionär der Deutschen Bank war, verhindert, dass Joe Ackermann nach seiner Zeit 2012 direkt dann das Kontrollgremium leitet. Das ist Einfluss, das ist Macht, die ist nicht greifbar. Abhängigkeiten und Verflechtungen in dieser internationalen Finanzwelt veranschaulicht Jacobs so dem Leser. Ein neokapitalistisches Spinnennetz. Sein einziges Geflecht, ja. Und die Beteiligung, das Kapital ist verwoben und damit auch die Interessen. Aber damit auch in einem Krisenfall sind es möglicherweise Ansteckungskanäle, wo Viren eben ganz schnell zwischen den Einzelfirmen hin und her springen.
So kommt es deshalb auch zur Krise, wenn am Kapitalmarkt alle gleichgeschaltet agieren, warnt der frühere Bundesbank- und IWF-Bankmanager Gerd Häusler. Dieses sogenannte Herdenverhalten betrachte ich für sich genommen als das größte Risiko an den Märkten, dass nämlich große Spieler, aber auch der kleine Mann auf der Straße mit seinem Geld, der meistens dann aber auch zu spät kommt, alle in die gleiche Richtung rennen, wenn die Kurse steigen, und genauso in die gleiche Richtung rennen, wenn die Kurse fallen, und damit Bewegungen, die vielleicht für sich genommen gar nicht so schlimm sind, so verstärken, dass sich daraus auch eine Krise ergeben könnte. Die Lehman-Pleite 2008 und der große Crash haben gezeigt, wie gefährlich dieses System ist und wie wenig die Politik es regulieren kann. Die Ursachen, die zur Krise 2008 geführt haben, die bestehen nach wie vor. Nur bestehen die jetzt in dem Schattenbankensystem, meiner Meinung nach. Jacobs plädiert deshalb in seinem Buch für stärkere Finanzmarktregeln. Das faktenreiche Nachschlagewerk verrät auch, wie die Mächtigen besser zu kontrollieren wären. Nur wer weiß, mit wem er es zu tun hat, ist den Herausforderungen vielleicht gewachsen. Ein Lösungsvorschlag des Autors: Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, Kampf den Steueroasen. Trumps Vorschlag heißt Steuererleichterung, und zwar vor allem für Reiche. Wie das helfen soll, den Neokapitalismus einzudämmen, bleibt schleierhaft, aber damit gewinnt man immerhin Wahlen. Am Ende steht fest, was schon fast banal ist: Diejenigen, die bluten müssen, sind immer die, die ganz unten an der Nahrungskette stehen. Wie sich das Soziale immer mehr aus unserer Marktwirtschaft verabschiedet, das zeigt jetzt eindrucksvoll ein Film des stets sozialkritischen Regisseurs Ken Loach. In Cannes hat er in diesem Jahr schon damit die Goldene Palme gewonnen und das Publikum höchst nachdenklich und zerrüttet aus den Kinos entlassen. Ende November läuft Ich, Daniel Blake, auch bei uns an. Dieser Film zeigt ein System, das sich sozial nennt, es aber nicht ist. Das Menschen erniedrigt, die es eigentlich aufbauen sollte. Und das Arbeitssuchende behandelt wie Nummern und nicht wie Männer und Frauen, die Respekt verdient haben. Es ist ein Sozialsystem, wie es heutzutage in Großbritannien existiert, vergleichbar aber auch in Deutschland vielen Menschen zusetzt. Daniel Blake ist Durchschnittsengländer und ausgebildeter Handwerker. Kein Anspruch auf Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Eigentlich würde der 59-Jährige lieber arbeiten und sein Geld ehrlich verdienen. Danke, dass Sie gewartet haben. Bitte legen Sie nicht auf. Wir nehmen Ihren Anruf so schnell wie möglich entgegen. Wissen Sie, wie lange ich in der Leitung hing? 1 Stunde 48 Minuten. Herrgott, das ist länger als ein Fußballspiel. Er ist Witwer, er hatte einen Herzinfarkt. Die Ärzte stufen ihn noch als arbeitsunfähig ein, aber der Staat will, dass er nach Arbeit sucht. Sonst erhält er keine Sozialhilfe mehr. Ich hätte da einen Workshop für Sie. Wie schreibe ich einen Lebenslauf, für den ich Sie gerne eintragen würde? Und wenn ich nicht teilnehme? Dann muss ich darauf hinweisen, dass wir das sanktionieren. Schnell gerät Daniel Blake in einen Teufelskreis von Zuständigkeiten, Bestimmungen und Antragsformularen. Mit der Maus am Bildschirm. Ja. Ein wahrer Kampf gegen die staatlichen Windmühlen und Überforderungen durch die Technik. Könntest du mir mal kurz helfen? Ja, was gibt's denn? Ich versuche gerade, das hier auszufüllen. Diese kafkaeske Situation genau zu schildern, ist das Anliegen von Regisseur Loach und Drehbuchautor Paul Leverty, der monatelang wahre Geschichten in Loachs Heimatstadt Nuneaton sammelte. Ich treib mich doch in den Wahnsinn. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Der Bildschirm ist eingefroren. Eingefroren? Ja. Und kannst du ihn wieder auftauen? Nein, kann ich nicht. Ihre Zeit ist abgelaufen. Abgelaufen? Ja, tut mir leid. Tut mir leid, ja. Ich lasse sie dann mal machen. Alle Figuren basieren auf Menschen, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Und da gab es Furchtbare. Zum Beispiel ein Mann, der seine schwangere Frau frühzeitig ins Krankenhaus bringen musste und so seinen Termin im Jobcenter verpasste. Sein Geld wurde gesperrt und dann hatte er eine Frau, ein vorzeitiges Baby und kein Geld für seine Familie. Alle hungern. Durch radikale Kürzungen hat Großbritannien sein Sozialwesen effizienter gemacht, auf Kosten derer, die es am meisten brauchen. Daniel Blake kämpft am Ende nur noch um seine Würde. Das ist eine Riesenfarce, nicht wahr?
Ich verschwende meine Zeit, die der Arbeitgeber, Ihre Zeit. Jedenfalls erniedrigt es mich. Es zermürbt mich. Führen Sie Ihre Nachweise fort. Danke, Anne. Aber wenn man seine Selbstachtung verliert, ist man erledigt. Ich glaube, der Staat weiß ganz genau, was er tut. Mitarbeiter in Jobcentern erhalten Anweisungen, wie man mit Suizidgefährdeten umgeht. Also wissen sie, dass Menschen in Lebensnot sind. Es wird einfach gesagt, wer arm ist, ist selber dran schuld. Das System ist nicht dran schuld. Das ist die Ideologie hinter dieser Grausamkeit. Die kalte Rationalität der Ämter. Für Daniel Blake und Ken Loach wird Ohnmacht zu Frustration und schließlich zur Wut. Ich weiß nur eins, dass ich so lange, bis mein Widerspruchstermin feststeht, so lange komme ich jeden Tag hierher und mach das. Rührend und oft arg dick aufgetragen, aber doch nicht kitschig. Sozialkritisch und zum Nachdenken. Er hat viel gedacht und auch geschrieben über Ungleichheit und Wirtschaft im Allgemeinen, auch über Trump und Populismus. Bekannt für seine Kolumne auf Spiegel Online und natürlich als Autor des Spiegels und Buchautor. Herzlich willkommen, Jan Fleischauer. Ja, jetzt wurden uns zwei Dinge vorgestellt. Einmal ein Buch über 200 Superreiche, die laut Autor die Welt im Griff halten. Mhm. Und auf der anderen Seite ein Film, der das Ende der sozialen Marktwirtschaft darstellt. Wie steht es um Ihren Optimismus, was unsere westlichen Gesellschaften anbelangt? Also ich bin insgesamt ein optimistischer Mensch, der nicht zu apokalyptischen Szenarien neigt. Dafür habe ich in meinem Alter schon zu viel überlebt. Waldsterben, AIDS-Katastrophe, Vogelgrippe. Kalter Krieg, Atomkatastrophe. Aber in dem Fall muss ich jetzt mal sagen, mit der Wahl von Donald Trump habe ich kurzzeitig mal gedacht, das könnte eng werden. Das könnte eng werden inwiefern? Also wenn wir in die Zukunft schauen. Na gut, er hat ja ein paar Vorstellungen schon geäußert. Das heißt, er hat ja keine Pläne genannt. Er hat schon ziemlich konkrete Pläne genannt. Und einige sind jedenfalls für uns Deutsche, gerade was seine außenpolitischen Vorstellungen angeht, also dass sich zurückziehen zum Beispiel aus der NATO, da kommt einiges auf uns zu, glaube ich. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt dieses Aufzeigen, diesen Widerspruch aus Superreichen und Superarmen gesehen. Sie waren ja auch jahrelang Wirtschaftskorrespondent in New York. Das heißt, Sie kennen auch die Mechanismen der Wall Street zum Beispiel. Sehen Sie denn Möglichkeiten, diesen Neokapitalismus einzudämmen, der diese Gesellschaften vielleicht auch gefährdet? Ja, also Hans-Jürgen Jacobs, wenn er hier säße, würde sagen, wir brauchen ein gerechteres Steuersystem. Wir brauchen vor allem ein Steuersystem, was für alle gilt. Am besten global. Wäre ich total für, glaube ich überhaupt nicht, dass es kommt. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel schon in der Regulierung der Banken, was ja eine vernünftige Sache ist, als Forderung nach dem Finanzcrash, dass die Amerikaner offenkundig anders vorgehen als wir Deutsche. Und dass die Deutsche Bank in einer so schlechten Verfassung ist und möglicherweise, das stand ja zwischenzeitlich sogar mal im Raum, ganz verschwinden wird, ist natürlich auch ein Grund, dass wir es mit der Regulierung sehr viel ernster meinen als die Amerikaner mit ihren Banken. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass soziale Ungleichheit Leute wie Trump befördert, müssen wir dann davon ausgehen, dass das Ende des Populismus noch lange nicht erreicht ist, dass wir immer mehr populistische Führer kriegen, auch in Europa noch mehr? Gut, wir haben ja schon die Wut in Deutschland und wir haben auch schon eine Wutpartei. Und ich glaube, es ist allerdings immer sehr schwer, das jetzt aus Amerika hierher zu übertragen und sagen, so kommt das aus. Der eine zum Beispiel große Unterschied ist zum Trumpismus, wir haben keinen Donald Trump. Also ich habe Frau Petri ja ein paar Mal begleitet für den Spiegel. Also man kann alles Schlimme über sie sagen, Trump ist sie nicht. Und wenn sie von ihr zum Beispiel eine Rede halten würden, sie hat auch nicht sein Unterhaltungstalent. Das ist wohl wahr. Was die beiden eventuell zumindest auf niederschwelliger Ebene aber doch an Gemeinsamkeiten haben, jetzt rede ich nicht unbedingt über Frau Petri, aber über die beiden Strömungen, ist das teilweise widersprüchlich. Also bei Trump der Elitäre, der gegen Eliten kämpft, der Frauenfeind, der von Frauen gewählt wird. In der AfD, die teilweise homophob ist, gibt es auch ganz viele Homosexuelle, die sich engagieren. Dieses Widersprüchliche, dem kommt man ja mit dem Rationalen nicht mehr bei, sondern mit was? Also ich glaube, dass wir sind ja hier in einer Kultursendung, auch man darauf hinweisen sollte, dass diese ökonomische Betrachtung des Trump-Phänomens nach meiner Meinung zu kurz greift. Das ist ja das, was wir jetzt mal hören, das sind die Ausgesteuerten und die haben sich sozusagen verlassen gefühlt und jetzt haben sie sich als letzte Rettung Trump erwählt. Und wie gesagt, der kulturelle Aspekt für mich ist dabei,
dass es eben nicht nur ums Geld geht, das kennen wir uns von uns selber, sondern wir haben ja auch Weltbilder, wir haben einen Lebensstil. Wir haben eine bestimmte Art und Weise, was wir gut finden und was wir schlecht finden. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die Trump gewählt haben und sich jetzt sozusagen als ihre Ikone auserkoren haben, gab es oder gibt es ein Gefühl, dass ihr Lebensstil, ihre Weltsicht auch abgewertet und verächtlich gemacht wurde. Obama hat mal gesagt, als er über diese Leute in der Mitte des Landes sprach, das, was man in Amerika den Flyover States nennt, also das sozusagen, wo man von einer Küste nur zur anderen fliegt, das liegt ja schon so, auch schon ein Teil der Verachtung drin. Na, das sind diese Leute, die so an Waffen und Glauben hängen. Und ich glaube, was Schlimmeres kann man als Präsident gar nicht sagen, denn die haben jetzt gesagt, den zeigen wir es mal. Und das ist, glaube ich, das ist das, was auch verbindet, die AfD, andere populäre oder populistische Bewegungen mit dem Trumpismus. Das Gefühl, wir wollen mal dem Establishment der Elite es zeigen. Wohl wissend, dass das teilweise widersprüchlich ist, was die Damen und Herren sagen, dass es irrational ist. Und wie kommt man dem also als, sagen wir mal, Vertreter der offenen Gesellschaft, als überzeugter Demokrat entgegen? Also was kann man entgegenhalten? Die Elite, das ist ja das Besondere, wenn sie denn politisch ist, dann ist sie ja heute eher links oder linksliberal. Es haben sich noch niemals hinter einer Frau so viele mächtige Menschen versammelt wie hinter Hillary Clinton. Hollywood war für sie, die Wall Street war für sie, Silicon Valley war für sie, die gesamten Medien mehr oder weniger, die Demoskopen. Und trotzdem hat sie verloren. Weil natürlich Trump auch, ich meine, es fing doch damit an, ich habe da viel über geschrieben, als er anfing, hat man ihn nicht ernst genommen. Wir haben uns lustig gemacht über diese komische bronzene Haarfarbe, die er sich aufsprüht, über seine irre Frisur, die Art, wie er redet. Er ist natürlich auch ein Prolet. Und da erkennen sich viele Leute wieder. Und das war ja sein zentraler Satz. Wir zeigen es denen da oben. Und dass er jetzt Milliardär ist und dass er ja stolz darauf ist, die Steuern nicht bezahlt zu haben, damit hat er sich ja geradezu gebrüstet im Wahlkampf, das scheinen die Leute dann auch nicht so wichtig zu finden. Diese Lust am Irrationalen hat es ihre Antipode bei Spiegel Online Jakob Augstein genannt. Lust am Irrationalen und die, und damit wird es läuten die Alarmglocken, die wäre immer Kennzeichen auch von faschistischen Systemen gewesen. Er sagt, wir dürfen nicht mehr über Rechtspopulismus reden, Trump ist ein Faschist. Gehen Sie damit? Also wir sind natürlich jetzt alle, suchen wir unbedingt das größte Fach, ja, das wir greifen können. Also wenn man sich Mussolini anguckt, mal außerhalb von Deutschland zu gucken, da würde man sicherlich ein paar Gemeinsamkeiten finden zu Trump, aber auch ganz viele Unterschiede. Ich glaube, es reicht, den Trumpismus erstmal so zu nehmen, wie er ist, und ihm gleich das Label Faschismus aufzukleben. Na gut, jetzt analysiert haben ja viele Leute über vieles schon, wenn wir mal in die Zukunft blicken. Also wenn wir davon ausgehen, dass auch Populisten viele Menschen an die Wahlurne geholt haben, die vorher nicht gewählt haben, dann sagen ja auch einige Beobachter, das ist doch toll, das ist doch ein Sieg für die Demokratie, wenn die Leute politisiert werden. Müssten wir uns also, wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, für nächstes Jahr einen Erdrutschsieg der AfD wünschen? Also das ist in der Tat, was Sie sagen, Demokratie. Theoretisch richtig, haben wir immer wahnsinnig darüber geklagt, dass die Wahlbeteiligung zum Teil so niedrig sind in Deutschland. Als es dann allerdings, wenn die Leute dann das, wenn man so will, Falsche wählen, also wie beim Brexit, dann gab es ja auch schon diese Überlegung, ist das eigentlich überhaupt eine gute Idee mit so Volksbefragungen? Und da treten ja viele Leute plötzlich zurück, die das vorher ganz prima fanden. Wir werden es sehen. Also die AfD sicherlich bringt auch natürlich Leute zur Wahl, die vorher nicht gewählt haben. Das ist sozusagen, das ist das Demokratie-Positive. Wie wir zu ihren Ideen stehen, ist was anderes. Auch bei der AfD sieht man übrigens, das Ökonomische allein reicht zur Erklärung nicht aus. Es wählen erstaunlich viele Leute, das wissen wir aus Umfragen, die AfD, denen es wirtschaftlich sehr gut geht. Am Ende möchte ich gerne noch mal den Kreis schließen zur sozialen Ungleichheit. Da gibt es ein Zitat, das lautet folgendermaßen: Es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu machen, aber die sicherste ist noch immer, in der richtigen Familie geboren zu werden, sagt Donald J. Trump. Herzlichen Dank, Jan Fleischhauer. Danke. Du kannst alles werden, was du willst. Du musst nur an dich glauben. Und ja, das nötige Kleingeld kann dabei natürlich auch nicht schaden. Ein gutes Beispiel für diese Formel ist Florence Foster Jenkins aus New York. Eine Frau, die sehr gerne sang. Opern in den höchsten Tönen. In den höchsten schiefen Tönen. Sie galt als die schlechteste Sopranistin der Welt und schaffte es doch in die Carnegie Hall.
dem Erbe ihres Vaters sei Dank, mit dem sie sich 1000 Eintrittskarten und die Miete aus eigener Tasche zahlen konnte. Sie schaffte es aber auch in die Herzen des Publikums, das sie beeindruckte, weil sie sich so pur von ihrer Leidenschaft tragen und von der Außenwelt kein bisschen irritieren ließ. Perfekter Stoff für einen Film. Oder vielleicht auch gleich für zwei. Zwei Filme über Florence Foster Jenkins, beide mit Starbesetzung. Einmal mit Meryl Streep und dann noch mit der Starsopranistin Joyce DiDonato in der Hauptrolle. Foster Jenkins galt als reiche Verrückte, als Exzentrikerin. Eine Salon-Diva, die zu den schrillsten Figuren der Musikwelt gehörte. Sie selbst hielt sich für eine der begnadetsten Sängerinnen ihrer Tage. Sie war eine kämpferische Feministin. Sie brach alle Gesetze und war eine mutige Visionärin. Sonst würde sich heute, Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert später, auch niemand mehr für sie interessieren. In diesem Dokudrama prallen Realität und Wunschdenken knallhart aufeinander. Joyce DiDonato zeigt, trotz aller falschen Töne, auch, wie sich die Möchtegern-Operndiva gerne selbst gehört hätte. Das ist der talentierte junge Mann. Im aktuellen Hollywood-Streifen spielt keine geringere als Meryl Streep die exzentrische alte Dame. Sie ist bemerkenswert, oder? Ich bin so aufgeregt. Wir machen einen gleich zwei Filme erzählen die unglaubliche, aber wahre Geschichte der legendären Florence Foster Jenkins. Ich weiß nicht warum, für mich war es perfekt. The desire is all. Es geht um diese Sehnsucht und wie ihr Ehemann Sinclair Bayfield im Film zu ihr sagt, deine Stimme ist die wahrhaftigste, die ich je gehört habe. Nach dieser Authentizität sehnen wir uns alle, nach dem Wahren im Leben und in der Kunst. Und genau dafür steht Florence. In our life, in our art, and I think Florence did that. Ihr Vater, ein schwerreicher Industrieller, hatte Florence verboten zu singen. Sie quasi schon enterbt. Erst nach seinem Tod begann sie ihre bahnbrechende Karriere. Die Musikliebhaberin gründete ihren eigenen Opernclub und machte Furore mit ihren Auftritten. In dieser Originalaufnahme hört man, wie sie voller Inbrunst Mozarts Arie der Königin der Nacht massakriert. Sie sang sehr harsch und hinzu kamen ihre Intonationsprobleme. Sehr häufig war sie dicht dran, doch dann verpasste sie die hohen Noten spektakulär. Sie lag fast immer haarscharf daneben. Eine der besten Sängerinnen der Welt singt die wohl schlechteste Sängerin aller Zeiten und versucht, in die Gedanken- und Traumwelt der New Yorker Salondame einzudringen. Nachdem ihr erster Ehemann sie mit Syphilis angesteckt hatte, haben sie die damals üblichen Quecksilber- und Arsenbehandlungen halb taub gemacht. Das hat ihre eigene Wahrnehmung zumindest stark beeinträchtigt. Unsterblich wurde sie durch ihr Konzert in der Carnegie Hall 1944. Archivanfragen zu Florence Foster Jenkins gehören zu den 5 häufigsten Anfragen überhaupt. Wir haben Anfragen zu Judy Garland, den Beatles, zu den Benny Goodman-Konzerten. Und dann kommt auch schon Florence Foster Jenkins. Sie hätte es geliebt. Sie hat in der Carnegie Hall gesungen. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich finde sie unglaublich inspirierend. Das Konzert war eine Sensation, die Kritiken vernichtend. Sie starb einen Monat nach ihrem legendären Auftritt an einem Herzinfarkt. Auf ihrem Grabstein steht: Die Leute können vielleicht sagen, dass ich nicht singen kann,
Aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte. Tja, und wer würde sich anmaßen zu sagen, was das eigentlich ist, das wahre, schöne, gute? In Wirklichkeit sind wir doch zeitlebens auf der Suche nach dem, was die Kunst im Innersten zusammenhält. Ja, was eigentlich, fragt sich auch Michael Müller bei seiner aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden. Von Plato bis zum mexikanischen Schwanzlurch, von Nietzsche bis zum suizidalen Kuckuck. Musik, Tanz und Literatur und das angereichert mit 16 Tonnen feuergetrocknetem Quarzsand. Genug ist nicht genug. Müller erschafft eine Wunderkammer aus Komplexität und Opulenz und wir durften sie besuchen, eine Woche vor Ausstellungseröffnung. Wie eintreten in die Welt von Michael Müller? Am besten barfuß und dann auf alles gefasst sein. Vom erotischsten Moment bis zum Spiel mit Zeichen und Wesen. Vom dunkelsten Albtraum bis zum erhabensten Moment der Gottähnlichkeit. Michael Müller bringt all dies zusammen, nicht selten mit den eigenen Händen und mit vielen nicht alltäglichen Gästen. Zum Beispiel mexikanischen Schwanzlurchen, besser bekannt als Albino-Axolotl. Sie werden in diesem Aquarium in Baden-Baden 3 Monate zu Gast sein. Für sie, nicht etwa für die Besucher, hat Müller diesen Raum geschaffen. Ein Raum, der viele Rätsel birgt. Es ist eine Utopie zu glauben, hier reinzukommen und man kann verstehen. Man kann dem Verstehen sich immer nur annähern. Es könnte auch ein Kinderzimmer sein. Ich kann das Kinderzimmer nicht nochmal betreten. Ich kann nicht heute in mein Kinderzimmer zurückgehen und glauben, dass ich dieses Kinderzimmer nochmal verstehe. Doch aus seinen Ausstellungen kann er eine Mischung aus Kinderzimmer und Resterampe der Kunst- und Kulturgeschichte machen. Mit eigenen Werken und Originalen von Kollegen wie Jan Bruegel. Müller ließ das Gemälde auf Echtheit prüfen und holte 2 Geschöpfe daraus ins Leben. Einen Wiederhopf und einen schlecht gemalten Paradiesvogel, den es so in der Natur nicht gibt. Das Einzige eines echten Paradiesvogels ist der Schleierschwanz. Zum nächsten Rätsel, oder besser zur nächsten Falle. Geht es hier um die Befreiung des Homoerotischen? Oder um ein Verwirrspiel der Bilder und Geschlechtsbilder? Ebenfalls schillernd, diese Tasche im Louis Vuitton-Look. Ist sie etwa von Albrecht Dürer, dem ersten Markenkünstler? Müller war nur kurz auf der Kunstakademie, bald zu langweilig. Ging ins indische Kloster, um Rituale zu lernen. Diese Performance trägt den utopischen Titel Dritte Probe für Nietzsches Geburtstagsparty im Jahr 2313. Plato und Queerdance auf einer Zeitschiene. Eros und Kunst auf Augenhöhe. Sehr unwahrscheinlich mit der Zigarette in der Hand, dass ich diesen Tag erlebe, sondern ich wollte etwas initiieren, von dem ich nie das Ende oder sozusagen das Ergebnis sehen werde, weil es außerhalb meines Lebens liegt. In der Kunsthalle Baden-Baden findet die Nietzsche-Performance hier statt. Genau einmal, aber dafür 4 Stunden mit Live-Musik. Müller laboriert zwischen konkretem Tun und Fantasieexplosion. Seine Wippe der Symboltiere von Hermes und Hermaphroditos kommt im Glamour-Style daher. Aber weil das noch nicht reicht, animiert er sie und macht die Halbgötter zu clubtauglichen Zeitgenossen. Müller stellt Sinn her, nahe am Wahnsinn und kurz vor höherer Mathematik. K4 heißt die Schrift, die er erfunden hat, um den Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil zu transkribieren. Einerseits ist es funktional, gleichzeitig ist aber die Menge des Schriftzeichensatzes von knapp 240.000 Schriftzeichen natürlich nicht mehr zu erinnern. Schön absurd. Der Künstler als Analytiker der Wirklichkeit und als Ironiker. Willkommen in der Unterwelt des Bewussten, inspiriert durch Odysseus im Hades.
Kunst als Therapie, wenn man so will, die momentan besonders ein US-Bürger nötig hätte, der demnächst ein hohes Amt antritt und ebenso hohe Mauern bauen will. Wir sollen Monster werden. Also es ist ja nicht so, dass wir eine Mauer hinstellen, ob sie legal oder wie auch immer errichtet wird. Es wird das Monster in uns selbst abgerufen, das so weit gehen soll, dass es andere verletzt und andere ausweist. Intelligente Sinnlichkeit statt Vereinfachung. Müllers Übungen zu folgen bedeutet, die Schönheit des Nichtverstehens entdecken und die Freiheit zu erlangen, das Leben zu feiern, im Hier und Jetzt. Michael Müller also ab nächster Woche bis Februar in Baden-Baden zu sehen. Die Kunsthalle selbst wurde übrigens zu ihrer Eröffnung vor mehr als 100 Jahren verspottet, ob ihrer Architektur. Die Leute sagten, es sieht ja mehr aus wie ein Krematorium, denn wie eine Kunsthalle eigentlich aussehen sollte. Und mit diesem Spott teilt dieser Kunsttempel das Schicksal vieler Kunsttempel auf der ganzen Welt. Denken Sie nur mal an die Diskussion rund um den bunten Metallhaufen in Paris, wie das Centre Georges Pompidou bei seiner Eröffnung gerne genannt wurde. Oder an die Spirale des Guggenheim-Museums in New York, in dem Kritiker damals vieles sahen, nur keinen veritablen Ausstellungsraum. Wie amüsant, dass sich solche Kritik im Laufe der Zeit dann oft in Anerkennung oder gar in Verehrung wandelt und dass moderne Architektur im Nachhinein als visionär geadelt wird. Insofern ist es wahrscheinlich die beste aller Ideen, mitten in Berlin ein Museum zu bauen für die Kunst des 20. Jahrhunderts, das anmutet wie ein Supermarkt. Neben diesem Berliner Tempel der Moderne soll es passieren. Die letzte prominente Freifläche zwischen Mies van der Rohe's neuer Nationalgalerie und Hans Scharuns Philharmonie ist vergeben. Gebaut wird das Museum des 20. Jahrhunderts. Ein Prestigeprojekt, Kostenpunkt 200 Millionen Euro. Gewonnen hat der Entwurf des renommierten Schweizer Architekturbüros Herzog und de Meuron. Die Ausschreibung forderte Respekt vor den Nachbarbauten. Herausgekommen ist eine irritierend zurückgenommene Architektur. Die erste Reaktion ist natürlich die übliche, dass man erstmal denkt, sieht aus wie ein, was weiß ich, was wie ein Großmarkt oder wie ein Lidl oder wie so ein, halt irgendeine, sag mal, so eine Gebrauchsarchitektur, nicht unbedingt wie ein Museum. Scheune, Reithalle, Bahnhof, Lagerhalle. Die Liste für die Beschreibungen des Entwurfs ist vielfältig. Entstehen sollen 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf 3 Etagen. Unter dem Satteldach kreuzen sich 2 Boulevards. Sie verbinden die neue Nationalgalerie mit der Philharmonie und die Staatsbibliothek mit den Museen am Kulturforum. Eine große Freitreppe im Inneren dominiert den Entwurf. Der Bau muss vor allen Dingen zunächst einmal als Museum funktionieren. Das heißt, die Sammlungen der Nationalgalerie und auch die Sammlungen, die dann dazukommen, müssen in einem Parcours zu erleben sein. Wir denken immer beide Häuser zusammen. Sie werden dann ja auch in absehbarer Zeit unterirdisch durch einen großen Ausstellungsraum miteinander verbunden werden. Es entsteht tatsächlich auch flächenmäßig, was die Ausstellungsbereiche anbelangt, eines der größten Museen, die wir in der Welt haben. Die einzelnen herausragenden Bauten sinnvoll zu ergänzen, gilt schon lange als schwierig. Schon 1964 legte Hans Scharun einen städtebaulichen Entwurf für das Areal vor, der nie vollendet wurde. Über 50 Jahre blieb eine Baulücke auf dem Gelände. Es ist, glaube ich, mehr diese Last oder diese Erblast, könnte man schon fast sagen, ja, eben dieses besonderen Ortes, dieses Inbegriffs der Stadt. Das macht die Sache vielleicht so beladen. Und möglicherweise ist das der Grund, weswegen dieser Wettbewerb jetzt von Herzog und de Meuron, diese Arbeit von Herzog und de Meuron gewonnen hat, ist möglicherweise da zu suchen, dass sie dieser Last aus dem Weg gegangen sind. Die Gewinner Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Die beiden haben ausreichend Erfahrung mit Projekten solcher Größenordnung wie der Allianz Arena oder der israelischen Nationalbibliothek. Gerade wurde die von ihnen entworfene Elbphilharmonie eröffnet. Das ist uns ganz wichtig, dass wir so lange versuchen, über Orte nachzudenken, bis wir eine Lösung finden und sie nicht selbst
schaffen müssen quasi. Also nicht selbst aufgrund einer genialen, formalen, plastischen Eingebung, sondern dass es etwas Natürliches hat. Keiner baut weltweit so viele Museen wie sie. Das Vitra-Haus in Weil am Rhein, die Tate Modern in London. Dort haben sie schon das ausprobiert, womit sie jetzt in Berlin überzeugt haben, mit ihrer berühmten Backsteinfassade. Die Backsteine getrennt, das haben die Maurer häufig gemacht, früher auf der Baustelle. Und dann dreht sich das Innere nach außen. Das heißt, das Innere, dieses körnige, sandige des Backsteins, die Bruchstelle quasi, ist viel attraktiver als das glatte Äußere. Und es entsteht dann eine Wirkung, fast wie etwas Gestricktes, wie eine gestrickte Oberfläche. Das heißt, es hat etwa unglaublich sinnliche, homogene Oberfläche. Der Entwurf kombiniert eine klare, einfache Form mit einer außergewöhnlichen, interessanten Oberflächenstruktur, stellt das Umfeld nicht in den Schatten. Mir gefällt er sehr gut, er ist herausfordernd. Es ist eine singuläre Architektur, es ist eine Architektur, wie ich sie für ein anderes Museum weltweit noch nicht kenne. Am Ende zählt, ob es das Gebäude schafft, seinen Anforderungen gerecht zu werden. Gelingt das, wäre viel gewonnen. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann haben Sie ab sofort die Möglichkeit, denn alle Entwürfe werden derzeit ausgestellt auf dem zu bebauenden Kulturforum. Und wenn Sie es nicht nach Berlin schaffen, auch online können Sie sich die Entwürfe ansehen. Das fertige Museum zu sehen, gibt es dann planmäßig 2021, also in 4 Jahren. Es war einmal ein Geschwisterpaar, das zusammen musizierte und nach einem Bandnamen suchte. Da träumte die Schwester, wie sie mit dem Bruder zusammen auf einer Wiese steht und sich vervielfachte. Und am nächsten Tag sagte sie zu ihm, Mann, wir waren Hunderte. Und fortan waren sie Hundreds und sind jetzt bei Aspekte zu Gast. Herzlich willkommen, Eva Miller und Philipp Miller. Eine so schöne Geschichte. Finde ich super. So, und ihr seid eben Bruder und Schwester. Wann habt ihr zum ersten Mal, kannst du dich an den Moment erinnern, wo ihr wusstet, oh, das ist jetzt nicht nur Hausmusik, sondern das kann was richtig Professionelles sein und werden? Ja, ich glaube, als wir unser erstes Konzert gespielt haben, da habe ich gemerkt, okay, vielleicht kann ich mich doch auf eine Bühne stellen. Vorher habe ich da immer nicht so dran geglaubt, aber genau. Weil du nicht auf die Bühne wolltest, oder? Nicht unbedingt, nee, ich habe mich nicht so als Bühnenmensch wahrgenommen und das erste Konzert hatte gleich so positive Resonanzen, da waren nur 30 Leute oder 20 Leute da und die waren total begeistert und dann dachten wir, okay, dann lass mal weitermachen. Ja, das ist tatsächlich schon länger her, ihr habt jetzt schon euer drittes Album veröffentlicht, Wilderness, und ihr seid dazu in die Wildnis gezogen, zumindest aus Städterperspektive betrachtet, ihr seid von Hamburg ins Wendland gezogen. Was hat das mit euch als Menschen gemacht und spürt man das in eurer Musik, das Landleben? Also ich glaube tatsächlich, dass das Album auch in Berlin hätte entstehen können oder in Hamburg oder wo auch immer. Aber tatsächlich war die Ruhe dort und die kurzen Wege auch einfach, dass man nicht immer vom Studio... Schönes altes Bauernhaus und da ist alles drin. Genau, wir haben uns dann ein Studio reingebaut und quasi man wohnt da und man geht dort eben arbeiten und das ist alles in einem. Und genau, man hat sehr viel Ruhe und das war auf jeden Fall für die Schnelligkeit der Albumproduktion auf jeden Fall förderlich. Mhm. Es ist, jetzt könnte man sich das so Bullabü-artig vorstellen, so hört sich das Album tatsächlich überhaupt gar nicht an. Ihr wart ja schon immer melancholisch, aber ich finde es jetzt noch mal ein Tucken düsterer. Woran liegt das? Tja. Schlechte Laune. Nee, nicht schlechte Laune, nee, aber es sind ja auch gerade durchaus düstere Zeiten, deswegen kann man sich dessen auch mal künstlerisch annehmen, finde ich. Happy-Musik kann man auch gut machen, um die Laune anzuheben, aber es ist nicht so unsere Art. Wir haben das versucht, ein bisschen künstlerisch auszudrücken einfach. Ja. Mhm. Nun ist es aber so, dass also A, jetzt nicht mehr nur 30 Leute vor eurer Bühne stehen, wenn ihr auftretet, und B, stehen die jetzt nicht alle betrübt da, sondern es wird richtig getanzt. Und interessant finde ich bei euren Live-Auftritten, dass ihr auch euch gerne mal ganz anders präsentiert und anhört als auf dem Album. Wie kommt das? Warum macht ihr das so? Also wir haben beide Facetten, würde ich sagen. Also wir haben diese düstere, melancholischere Seite, aber wir mögen auch einfach lupenreinen Pop, der große Refrains hat und der eher wahrscheinlich als fröhlich angesehen wird. Deswegen ist es für uns beides gleich wichtig. Mhm.
Ja. Und für dich ist auch wichtig, wie du dich präsentierst, oder? Ja. Man sieht, extra ausgedacht sozusagen für die jetzige Tour, genau, dann auch ein Design. Ist eine Modedesignerin aus Leipzig, die sich da ein bisschen, Howitz-Weißbach heißen die, die sich da immer verwirklicht mit mir zusammen. Ich rede mit ihr dann viel über das Thema vom Album und dann denkt sie sich was aus und wir treffen uns und gleichen die Ideen ab, die wir haben. Aber es geht nur ohne Schuhe? Es geht nur ohne Schuhe. Ja. Für die Standhaftigkeit, genau, auf der Bühne. Genau. Ja, dann wünsche ich dir eben solche. Bitte schön, Eva. Vielen Dank. Hundreds, meine Damen und Herren. Aus dem Album Wilderness hörten Sie Spotless. Und Sie hören gerne noch mehr von Hundreds, nämlich auf aspekte.de. Und von uns hören und sehen Sie nächste Woche wieder mehr. Dann unter anderem mit dem Schriftsteller Robert Harris. In diesem Sinne, gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Ja, in dem Fall, die Arbeit und der Titel der Arbeit steht hier, Friday's Menu. Mhm. In Friday's Menu ist es ein Vorschlag, könnte man beschreiben. Was macht man, wenn man zu viele Fremde hat? In dem Fall, seit den 80er, 90er Jahren, ist das amerikanische Streifenhörnchen nach England eingewandert und wird dominanter und dominanter und verdrängt unser rotes, wie heißt das? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Was macht man, wenn sozusagen ein Fremder die einheimische Bevölkerung verdrängt? Und das ist ein sehr konkreter Vorschlag. Es gibt ein Menü. Man verspeist es. Und damit das nicht nur in einem Restaurant gegessen wird, gibt es hier passend auf der Seite noch das Rezeptbuch hinzu, wie ich dieses Menü nachkochen kann. Das heißt, das kann man als ironischen Kommentar lesen auf die etwas radikalen Vorschläge des genau, man kann unser nicht amtierender amerikanischer Präsident, der baut Mauern. Man muss aber nicht unbedingt Mauern bauen, man kann es auch verspeisen.